den ganzen Tag. Viele Menschen und kennen keine Grenzen. Und wir kriegen dann nachher eine Eisfläche. Aber wo sind die Leute, die zu dem Stand gehören, wie du meintest? Da. Ich sehe keine. Alter! TV Junge Caritas. Wir machen Interviews zum Thema Armut in Berlin. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja. Begegnen Sie in Berlin in irgendeiner Form dem Thema Armut? Ja. Gibt es das überhaupt im reichen Deutschland? Ja. Hat Armut eine Auswirkung auf die Gesundheit? Ja. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Oder anders formuliert, macht Armut, so wie Sie sehen, krank? Macht Armut ja, krank? Ja. Okay. Danke für das Interview. Wir machen Interviews zum Thema Armut in Berlin. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen? Ja, gerne. Begegnen Sie in Berlin in irgendeiner Form dem Thema Armut? Also im Kotzi sehr oft. Hat Armut eine Auswirkung auf die Gesundheit? Ja, für mich schon. Ist das Bild weg? Wenn du drückst, dann geht's los. Oder mit der Schnauze. Was wolltest du noch zum Kotzi sagen? Also, dass ich hier lange hier lebe und ich immer in Kotzi festgehe und Plakate mache und ich finde es auch ganz schön. Entschuldigen, wir sind vom WebTV Jugend Caritas. Wir machen Interviews. Bisschen lauter. Armut in Berlin. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja. Sie in Berlin in irgendeiner Form den Thema Armut? Ja, jeden Tag nach Kubas. Ist das reichen Deutschland? Oh, nee, vielleicht noch ein paar Leute, die viel Geld haben, aber der größte Teil ist arm. Macht Armut, wie Sie sehen, arm? Ja, natürlich. Mangelernährung und falsche Ernährung kann auch krank sein. Was passiert mit den Menschen, die so arm sind? Ja, immer schlechter, weil die Sozialleistungen gekürzt werden. Was würden Sie machen, wenn die Armen kein Geld kriegen oder so? Weder dem Christentum noch dem Islam angehöre, bin ich der Meinung, man sollte vielleicht erstmal weniger Gebäude bauen, um seinen Herrn zu preisen und das Geld lieber dafür ausgeben, um Kinder zu versorgen, die in Afrika jeden Tag an Hunger sterben. Machen Sie dann Packler? Ich kann es jetzt nicht gut. Plakate? Ja, genau. Nee. Deutsch. Ob ich die mag oder ob ich selber schon welche geklebt habe? Schon mal geklebt oder? Nee, noch nicht. Finden Sie, dass hier am Kotti oder sagen wir mal im ganzen Kreuzberg die holen und die mieten? Ja, eindeutig. Nicht nur Kreuzberg, sondern in der ganzen Stadt. Versuchen Sie die armen Menschen Geld oder Essen zu geben? Wenn ich mal drüber habe, ja, aber ich selber ein armer Mensch bin, da meistens nicht viel übrig. Würden Sie bei dieser Gruppe, also gegen die Mieten, mitmachen? Jederzeit. Die gehen doch immer so und hatten doch Schilder, oder? Wollen Sie auch da mitmachen? Ja, da bin ich ganz sicher. Ich ärgere mit der Polizei immer ja, immer meine. Was ist besonders am
Was finden Sie besonders am Kanti, also hier im Kopf Saturn? Man trifft hier viele Leute aus vielen Kulturen. Aber da treffe ich bei mir in Friedrichshain auch viele Leute aus vielen Kulturen. Und ich finde, das macht die Stadt interessant. Vielen Dank für das Interview. Kein Problem. Danke. Danke. Dankeschön.